Oh, moin Leute, was geht? Euer King Barrett wieder am Start mit einer weiteren Folge Mordphysische Marsch. Let's go! Ja, Schiff bin fertig. Feuer frei, mähen. Wieder mal. Ah, Leute, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr nur die Woche über gemacht habt, wie war die Arbeit? Und meine Arbeit war, bei mir war alles relativ entspannt. Zum Ende der Woche war ein bisschen stressiger, aber das habe ich dann auch schnell bewältigt, halt das Übliche. Des Weiteren könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Videos findet. Ich würde das wahrscheinlich jetzt mal in den nächsten Videos so ein bisschen erwähnen, wie ihr halt meine Videos findet, ob ihr die zu lang, zu kurz oder genau richtig. In dieser Hinsicht würde mir Feedback sehr gefallen. Ihr wollt ja auch die Videos gucken, das was ich mache. Ich mache das ja hier zum Spaß. Oder Hobby. Und dann könnt ihr auch mal schreiben, ob so wie ich die Videos mache, ob euch das gefällt oder nicht. Oder ob ich inzwischen mehr Abwechslung reinbringen soll. Weil hier ist jetzt momentan relativ eintönige Sache, ne? Mähen, pressen, schwaden, zettern. Mähen, pressen, schwaden, zettern. Oder ungefähr so. Auf jeden Fall die einzelnen Arbeiten. Jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber die Arbeitsschritte, die ausgeführt werden, ne? Das meine ich damit. Ja.
Ja. Das gleich fertig gemäht hier. Oh! Der 20 ist reif. Dann weiß ich ja, was ich gleich mache. Wenn ich das fertig gemäht habe. Vorbereitung schon fürs Dreschen. Und vielleicht sogar schon anfangen. Der JCB steht, glaube ich, am Hof. Dann nehme ich dafür den JCB zum Abholen des Dreschers. Ja, das werde ich machen. Für 20, genau. Was habe ich da drauf? Für 20, mal gucken. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ah, Sojabohnen, okay. Feld ist auch das gleiche, was hier vorne ist, ne? Genau. Können wir nochmal richtig rüberrutschen, das Ding da. Gut. Turm. War das Feld überhaupt gedüngt? Bedingt sind alle Felder, okay. Mach ich mir schon mal einen Trailer. Nicht den Kono. Schon den JCB hier. So, was haben wir denn da? Ab mit den Sojabohnen. Was ist das? Wunderbar, das passt. Wunderbar, kriegen wir da hin hier. Hexen kann ich auch nicht. Eine Frucht tut, lässt sich nicht hexen. Also schwarze. Hexen. Hexentüte. Schick, schick. Macht er gut.
mit hier mit seinen 9 Meter Arbeitsbreite, der schafft auch gut was weg. Der Drescher. Mir gefällt dieser. Allgemein diese Rotschel-Meth-Drescher. Die Rotschel-Meth. Mit Ruhm und der Aron. Aron? Ja, wie heißt der andere noch? Mal schnell mal gucken. Der Akros, genau, der Akros. Akros war das. Der fand mir sehr gut. Da gibt man für sein Geld auch gute Leistung. Machen wir auch gute Flächeleistung. Da kann man zufrieden sein. Was werde ich hier demnächst anbauen? Ich würde sagen Weizen oder Gerste, womit ich Stroh draus kriege. Ich denke mal, das wird der effizienteste Weg sein. Stroh brauchen wir auf jeden Fall. Was ist das? Jetzt haben wir auf der anderen Seite überhaupt. Das ist ohne. Ach, da haben wir Körnermais. Da kommt bestimmt auch viel bei Runde. Die Körnermais. Finde ich cool. Ach ja, ach ja, ach ja. Die Felder sind relativ groß, ne? Und da kann man auch mit zwei Dreschern gut rumfahren. Stimmt, das kann ich ja hier auch machen. Zwei Drescher fahren lassen. Mit einem Abfahrer. Wenn ich das auf Distanz mache oder auf Füllstand, nicht Entfernung, und wenn ich selber fahre, ein Deutscher, und nicht Helfer, der eine auf der anderen Seite, der andere auf der Seite, dann dürfte das ja funktionieren. Eigentlich. Mach das so ein bisschen auf Entfernung, und dann sollte das richtig gut funktionieren. Sollte, natürlich, ne? Lass ich mal ausprobieren. Dam, schön, schön. Ich fahre hier falsch rum, ne? Ich glaube, wir kommen auch nicht viel rum, also Ertrag. Aber ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, bin jetzt das zweite Mal rum. Also muss man sagen, ist auch ein kleines Feld, ne? Ich denke mal, das Maisfeld, das gibt ohne ich was an Ertrag. Das denke ich mal, da kommt gut was mal rum.
schöne Solarpaneelen auf die Dächer. Das ist auch schon mal gut. Ach, hier auch. Cool. Fühlt sich so an, als wenn der Piepen in der Halle dann ist. Das sieht so alle für mich an. Preise für die Säuerung 2.390 Euro. Also ist ein guter Preis. Gini machen. Könnt ihr das will. Geht auch ohne was rein in das Ding hier. Den Hänger. Weiter geht's. Na gut Leute, ich fahre noch diese Bahn hier zu Ende. Dann denke ich mal, war es das denn auch für diese Folge. Ja Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen fetten Daumen oben. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video auf meinen Kanal ankommt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schönes Restwochenende, bis zur nächsten Folge, euer King Baba, ciao ciao!